Wir haben über die 6 besonderen Eigenschaften der 3 Juwelen gesprochen. Und wir sind bis zum 3. gekommen. Und es heißt, noch eine Sekunde, dann bin ich soweit. Also wenn du Zuflucht nimmst, dann kannst du 3 unterschiedliche Gedanken über die 3 Juwelen haben. Dieses Straw heißt nicht Befreiung. Was ist das Sanskrit? Tara. Wenn du versuchst, den großen Teich zu überqueren, zum Beispiel, das ist der Sinn hier. Wenn du der Kapitän des Schiffs bist, und wenn du Menschen brauchst, die mit dir dorthin gehen. Der nächste Satz ist sehr wichtig. Deine Beziehung zum Buddha. Wer ist das in dieser Metaphor? Also deine Beziehung zum Kapitän. Mach Geschenke, bestich sie, mach dein Buch. Das ist das, wie du dich dem Kapitän gegenüber verhältst. Aber in diesem Fall ist die Dharma nicht eine Person, sondern das Dharma ist etwas, was du in dir erreichen musst. Das erste Juwel. Du bringst einer Person Geschenke dar. Und das zweite Juwel ist etwas, was du in dir finden musst. Das Verstehen der Schriften. Das dritte Juwel. Und das dritte Juwel sind die Menschen, mit denen du gerne befreundet wärst. Das sind die Menschen, mit denen du deine Zeit verbringen willst. Yupe Kepane. Shurva ist ein wunderschönes Verb. Es heißt, deine Seele hingeben. Deine Seele diesen Dreien hingeben. Darbringungen, denn Geschenke für Buddha, das Dharma in dir verwirklichen und Freunde, die dir dabei helfen. Und mach daraus eine Lebensaufgabe. Das Schiff ist in dir. Wie denkst du über diese 3? Du solltest das Sutra rezitieren. Das beginnt mit Aryasmriti Vai. So solltest du über die 3 Juwelen denken. Denk daran, wie cool sie sind. Und so sollten wir über sie denken, wenn wir alleine sind, wenn wir Auto fahren, wenn wir einen stillen Moment haben, wie cool sie sind. Ganz besonders der Buddha. Und so, das wird in diesem Sutra genannt. Ich mache das so, dass ich es auf dem Computer mir anzeigen lasse, dann ein Foto mit dem Telefon mache und dann habe ich es immer bei mir. Das Mikrofon ist zu hoch. Ich habe euch gelernt, was es bedeutet. Jemand sollte den Kommentar übersetzen. Okay.
die sechs Eigenschaften. Wie ist es, dass die drei Juwelen unser Karma vervielfachen? Auf den Buddha bezogen, wenn du Vertrauen in eine Person hast, vervielfacht das dein gutes Karma. Und mit der Sangha, du vervielfältigst dein Karma dadurch, dass du es mit anderen Menschen zusammentust. In diesem Fall, und Sangha-Juwel ist viele Menschen. Im Allgemeinen ist es jeder, der den Stift versteht oder mehr davon. Und er sagt nochmal, Buddha und Sangha sind Personen. Aber das Dharma-Juwel, vervielfältigst du dein Karma mit etwas, was keine Person ist. Also wenn du darüber nachdenkst, Zuflucht zu nehmen bei Buddha, dann denkst du an Geschenke. Also wenn ich Darbringungen sage, dann erinnert mich das an Tempel und nur Mönche dürfen es tun und du darfst es nicht. Und ich denke gerne darüber als Dankeschöns an Buddhas. Dankeschön-Karten an Buddha. Also wenn dir jemand was Gutes tut, dann schreibst du ihm einen Dankesbrief. Meine Ohren sind komplett drüber. Ist die Lautstärke für euch okay? Aber die Art und Weise, wie man Zuflucht im Dharma-Juwel nimmt, ist, den Stift zu verstehen. Und dann nimmst du Zuflucht im Dharma. Es ist nicht, was du mit deinen Sinnen tust oder auf deinen Knien oder im Tempel, sondern das machst du, wenn dein Ehemann dich anschreit. Oder deine Frau. Okay. Ich sage immer, dann hat in Singapur hat einer die Hand gehoben und gesagt, wieso sagst du immer Ehemann, wieso sagst du nie Ehefrau? Der nächste Abschnitt ist Zuflucht nehmen dadurch, dass du die Zuflucht annimmst. Es gibt eine Idee. Du nimmst sie als Zuflucht an. Das erste davon ist, das ist jetzt echt interessiert, hör zu. Du nimmst den Buddha nicht als Zuflucht an, sondern du nimmst den Buddha als eine Person an, die dir beibringt, Zuflucht zu nehmen. Du nimmst Zuflucht im Buddha, weil er dir den Stift erklärt. Du nimmst Zuflucht in ihm, weil er dir das Dharma-Juwel beibringt. Das ist wahre Zuflucht. Der wahre Schutz ist die Nummer drei. Der wahre Schutz der Zuflucht ist, dass du den Stift verstehst, woher der schreiende Ehemann kommt. Warum? Weil die menschliche Natur ist, auf Gewalt mit Gewalt zu reagieren. Dein Ehemann sagt Blödmann zu dir und du sagst Blödmann zurück. Das ist die menschliche Natur. Und der echte Schutz, wenn du der menschlichen Natur folgst, dann schreist du zurück. Fatong, Milchgesicht. Du bist das Milchgesicht. Ich nicht. Und das ist die menschliche Natur.
Und wenn du dich das sagen hörst, dann pflanzt du damit den Samen, dass es der Ehemann wieder zu dir sagt, und so wird ein Kreislauf daraus. Also der höchste Schutz ist die Idee, dass du keinen weiteren Samen pflanzt. Du willst keinen weiteren Samen pflanzen und deswegen hältst du deinen Mund. Ist er dumm? Ja. Alle Ehemänner sind dumm. Da muss man nichts dazu sagen. Jeder weiß das. Aber sag einfach nichts. Dann pflanzt du nicht noch einen weiteren dummen Ehemann. Und wenn du die Sangha als deine Freunde akzeptierst, Menschen, die dir helfen können, ganz besonders Menschen, die die Leerheit direkt erfahren haben, in deiner Erklärung vom Stift und den zwei Ehemann, das Abhängige entstehen. Wenn ich das zusammen ist nicht Leerheit. Ich musste nochmal darauf hinweisen, dass Zuflucht nicht nur Leerheit ist und abhängiges Entstehen. In normaler Sprache heißt das, es heißt nicht nur, dass es keinen Ehemann gibt, der nicht mein Fall ist, sondern dass es auch einen Ehemann gibt, der meine Schuld ist. Also wenn du willst, dass die Menschen es verstehen, dann sagst du einfach, du hast den Ehemann durch deine Samen erzeugt. Das ist das Gleiche. Wenn du diese langen, komplizierten Dharma-Wörter verwendest, es hat Mönche und Nonnen lange im Geschäft gehalten, so wie mich. Wenn du die einfache Sprache verwendest, dann müssen wir Rock'n'Roll spielen, um Geld zu verdienen. Zum Beispiel kannst du an eine Beziehung denken, die eine kranke Person zum Arzt hat, zur Medizin und zur Krankenschwester. Verstanden? Jedes Mal, wenn du eine neue buddhistische Idee verstehst, dann dadurch erhältst du Schutz vor einem weiteren schlechten Ding. Jedes Mal, wenn du eine buddhistische Idee verstehst, erweiterst du deinen Schutz um ein weiteres Ding. Wir sagen in DCI Lebensideen dazu. Bis jetzt haben wir 96 Werkzeuge. Jedes Mal, wenn du ein Werkzeug lernst, beschützt du dich vor einer schlechten Tat. Das heißt übrigens, dass Zuflucht, das Zufluchtsritual, wo passiert das? In deiner Küche. In deinem Herz, in deiner Küche. Es ist nicht so sehr, wenn Venerable Chickmiller und Venerable Phil euch die Gelübde geben. Das wahre Ritual, das bestätigt, das dich als Buddhist bestätigt, passiert in der Küche, wenn dein Ehemann dich anschreit. Das ist die echte Zuflucht, das ist der echte Schutz. Ihr seid die nächste Generation an Lehrern. Überlegt euch Wege, dass es kein Ritual wird, sondern dass es etwas wird, was die Menschen auf der Arbeit mit ihren Kindern, daheim mit ihren Eltern wirklich anwenden können. Der vierte Abschnitt heißt: Zuflucht nehmen, indem er andere Zuflucht ablehnt.
Er nimmt Zuflucht, indem er niederere Zufluchten ablehnt. Das heißt nicht, dass du schwören musst, dass du ein Buddhist bist und dass, wenn du nicht in den Tempel gehst, du eine schlechte Person bist. Verwirkliche deine Ziele mit Samen. Das Erste, was du versuchst, ist Samen. Dann bist du Buddhist. Das heißt nicht, dass du nicht zum Arzt gehst. Das heißt auch nicht, dass du nicht zur Arbeit gehen musst. Geshe-la hat gesagt, ich brauche nur Samen, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten gehen. Die Samen müssen durch etwas zu dir kommen. Pflanze Samen, such dir einen Job, den du magst, und du wirst erfolgreich sein. Wenn du Superbuddha bist, dann musst du nicht mehr arbeiten. Es waren zwei Brüder in Indien, die Acharyas waren, also Meister. Und sie haben als Nicht-Buddhisten angefangen. Einer heißt Shankarapati und der andere. Der Gott ihrer Religion hieß Indra. Und damit sie Geschenke für Indra darbringen konnten, sind sie auf einen Berg gestiegen. Und dann haben sie Indra getroffen. Und Indra hat gekniet und hat Zufluchtsgelübde vom Buddha genommen. Und dann wurden sie große Meister der Mahayana-Lehren. Und einer von ihnen hat ein sehr berühmtes Gedicht geschrieben, das im Tengu enthalten ist. Es heißt, ich verbeuge mich vor deiner Großartigkeit. Es ist ein sehr, sehr schönes Gedicht und es wird sehr oft zitiert. Idealerweise sollten wir einen Punkt erreichen, wo wir unser Verstehen so groß ist, dass wir überhaupt kein Interesse mehr an anderen Lehrern haben als an denen von Buddha. Du bist keine schlechte Person, wenn du Jesus oder Moses magst. Aber es heißt, je mehr du lernst, desto stärker wirst du das, was Buddha gelehrt hat, bewundern. Mein persönlicher Glaube ist Tathok Tempa Chitta. Tathok Tempa Chitta ist ein buddhistisches Prinzip. Tathok heißt Ende, Pfad. Es ist alles Kleine. Alle führen zum gleichen Ort. Manche Pfade sind langsamer, manche sind schneller. Und dann wird deine Zuflucht immer stärker und dein Schutz wird immer stärker. Das buddhistische Wort für Nicht-Buddhisten ist im Außen. Wenn du andauernd Zuflucht in den Wissenschaften nimmst oder in Dingen, die nur auf der Oberfläche funktionieren, dann hast du Gyurpa gewählt. Dann wirst du wieder zum Nicht-Buddhisten, dann hast du die buddhistische Gemeinschaft wieder verlassen. Wenn du die Klimaanlage so reparierst, dass du
wenn ich versuche, die Klimaanlage so zu reparieren, wie das Kind es mir gesagt hat, dann, also wenn ich jemand anderen bei seiner Klimaanlage helfe, dann bestätige ich mich selbst als Buddhist. Also wenn du ein Gefühl für den Unterschied bekommen willst, also die Sangha, die die Klimaanlage dadurch repariert, dass sie anderen hilft, und den anderen Teil, die sie selber reparieren. Ja, du musst deinen Teil dazu beitragen, aber sie wird nicht repariert werden oder wieder funktionieren, wenn du nicht anderen hilfst. Er zitiert jetzt auch nochmal ein Gedicht. Ich werde alle anderen Lehrer verlassen. Ich nehme Zuflucht im Buddha. Warum? Weil alles, was du lehrst, korrekt ist und du lehrst nichts Falsches. Wer hat das geschrieben? Einer der zwei Brüder. Das ist aus seinem Gedicht. Und noch ein weiterer Vers. Je mehr ich die Wissenschaften kennenlerne, wird mein Glaube in dir verstärkt. Wir verstehen Physik und solche Dinge nicht wirklich. Wir glauben, dass sie wissen, über was sie reden. Aber wenn du es dann wirklich studierst, wenn du dich wirklich damit beschäftigst, wenn du zum Beispiel ein paar Wochen in Wikipedia stöberst, am Ende gelangst du dann zu, landest du bei der Heisenbergschen Unschärfe-Theorie. Die wissen nicht mal, wie das Licht von der Sonne auf die Erde reist. Es gibt keine physische Erklärung davor. Die wissen nicht mal, wie die Lichtstrahlen der Sonne bis zur Erde kommen. Sie können dir nicht mal erklären, warum du mein Gesicht siehst. Es kommt darauf an, wer guckt, je nachdem, wer anwesend ist. Je nachdem, wer zuguckt, ist Licht entweder eine Welle oder physische Teilchen, und das widerspricht sich. Alles, was funktioniert, ist der Stift. Und jetzt nochmal ein Gedicht aus dem, ein Vers aus dem Gedicht "Diejenigen, die des Lobes wert sind". O Lord Buddha, mein Held, was ist der Unterschied zwischen deinen Lehren und den Worten anderer? Du sagst uns, was wir tun müssen und was wir aufgeben müssen. Und du sagst uns, wie wir glücklich werden. Und so klar finde ich es an keinem anderen Ort. Das ist von Manti-Chitra. Und jetzt gibt es Mutek. Das ist das alte buddhistische Wort für Nicht-Buddhisten. Und es kam aus Indien. Und in unserer Übersetzerklasse haben wir den Grund gefunden, warum es Mutek heißt. Es gibt irgendwelche, die irgendeinen Stuhl irgendwo hingestellt haben, damit ihre Sünden hinweggewaschen werden.
die Tage der Nicht-Buddhisten sind vorbei. Wir haben keine Nicht-Buddhisten mehr in Tibet. Ich habe viele Jahre im Shivananda-Zentrum auf den Bahamas gelehrt. Ich war da 10 Jahre lang. Angeblich sollte ich dort Nicht-Buddhisten unterrichten. Aber dieses System ist verschwunden. Tsongkhapa erklärt selbst die anderen Schulen besser. Diese Menschen haben schwerwiegende Probleme gehabt. Du triffst Menschen. Ich glaube, ich treffe die auch immer in den Yoga-Klassen. Die sagen, ich war in einem Schneesturm und ich habe im Kaffeehaus ein Paar getroffen und die konnten nirgends schlafen, weil die Autobahn geschlossen war. Und dann habe ich gesagt, ich finde euch einen Platz, wo ihr bleiben könnt. Wir haben einen großen, in meinem Auto wollt ihr was davon haben? Ich habe viel Gemüse in meinem Auto. Willst du davon? Nee, ich glaube nicht. Und es ist eine Pflanze und die Menschen nehmen und dann glauben sie, dass sie Gott sehen können. Und das ist sehr, sehr bekannt in Amerika. Kevin zum Beispiel, seine Tochter, ist zu einer Zeremonie gegangen, wo sie das zu sich genommen haben und sie ist gestorben. Sie hatten das aufgenommen, du kannst sehen, wie sie stirbt. Die Menschen machen einfach komische Dinge und die glauben, das ist cool. Sie hat das Mandala während meines 3-Jahres-Retreat gesungen. Es war wunderschön. Sie hat es auf Keltisch gesungen. Es war ein sehr, sehr bewegender Moment. Und es war eine wunderschöne Frau. Die Menschen machen komische Dinge. Und die ziehen viele Menschen an, weil es so aussieht, wie wenn sie eine Lösung hätten. Und weil sie Aufmerksamkeit von Menschen haben wollen, weil sie wollen, dass die Menschen ihnen folgen. Und dann wird es schamanisch und ähnliche Dinge. In Flagstaff sind Menschen gestorben während einer Zeremonie in einer Saunahütte. Ich glaube 3 oder 5 Menschen. Wenn du in so etwas Zuflucht nimmst, zum Beispiel in eine Droge, dann spaltest du deine Zuflucht. Oder wenn du deine Zuflucht aufspaltest in Wissenschaft und Samen, also halbe-halbe, dann verwässerst du deine Zuflucht. Die Diamantfirma, in der ich gearbeitet habe, der Inhaber war Israeli, ein sehr, sehr feiner Mann. Und alle 6 Monate habe ich die Hälfte meines Gehaltes ans ACIP gespendet, um die Schriften zu erhalten. Und er hat dann immer den Scheck ausgeschrieben und jedes Mal gesagt, ich gebe noch 10.000 dazu. Und ich habe gefragt, warum?
Warum bist du so nett zu mir? Du weißt nie, wer recht hat. Vielleicht die Juden, vielleicht die Buddhisten. Also teile deine Aufmerksamkeit nicht auf. Entweder Wissenschaft oder Samen. Ich würde für die Samen gehen. Akzeptiere Aspirin, ob es funktioniert, immer. Und du weißt, dass das nicht stimmt. Oder akzeptiere, dass das Aspirin funktioniert, wenn du anderen dienst. Aber nicht so, ich weiß nicht, wer recht hat. Und jetzt wird es sehr delikat. Kannst du einen Teil deiner alten Glaubenssätze beibehalten und trotzdem Zuflucht nehmen? Zum Beispiel viele von uns sind christlich aufgewachsen. Und ich bin zum Beispiel sehr glücklich mit der Kirche. Ich habe sehr, sehr schöne Erfahrungen in der Kirche. Und einige Menschen sagen dann, vielleicht kann ich halbe machen. Und was beschützt dich? Wer geht mit dir auf die Reise? Studiere Buddha Dharma Sangha. Und er sagt, solange du kein tiefes Verständnis hast, ich glaube, diese Leerheitslehren, die nicht auf Vertrauen basieren, wenn du das nicht hast, wirst du enttäuscht sein. Wenn du die Lehren der anderen Lehrer nicht wirklich verstehst, dann wirst du enttäuscht sein. Und er sagt auch noch was Interessantes. Und Rinpoche hat es gesagt, und ich habe es aufgeschrieben und an meine Wand gehängt, viele Jahre lang, wenn du etwas praktizierst und es dich nicht glücklicher macht, Jahr um Jahr, dann stimmt irgendetwas nicht. Wenn du etwas praktizierst, was dich über die Jahre nicht zu einem besseren Menschen macht und glücklicher macht, dann stimmt etwas nicht, selbst wenn es Buddhismus ist. Und das ist, in Tibet gab es nicht buddhistische Gruppen, aber sie haben buddhistische Kleidung getragen. Die hatten ihren eigenen Kangur. Das ist der buddhistische Kangur, aber mit veränderten Titeln. Sie haben einfach den Namen von Buddha mit ihrem eigenen Lehrersnamen ersetzt. Und die sind nur einmal gekommen, um mit uns zu debattieren. Wir haben gesagt, da, 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 chung, chung. Nimm an, dieses Beispiel über dieses Objekt und das Objekt ist Dharma. Und sie haben sich geweigert, das zu sagen. Die haben gesagt, nimm dieses Bahn. Die haben nicht gesagt, nimm das Ding, weil Ding im Tibetisch auch Dharma heißt. Und die sind nur einmal gekommen. Sie haben nicht die ungebrochene Linie der Gelübde, die wir haben, selbst wenn sie diese Kleidung tragen.
die Idee des Zufluchtnehmens. Indem du deinem Ehemann nicht antwortest, wenn er dich anschreit, das ist wahre Zuflucht. Sie sagen, nicht verbeuge dich vor dieser Idee, weil die sagen, verbeug dich vor dieser Statue und vor jener, weil sie die Idee nicht haben. Und dann sagt er, ich kritisiere keine anderen Religionen. Ich sage nur, gibt einen Unterschied, wie wir uns vor Buddha verbeugen und wie sie sich vor ihren heiligen Wesen verbeugen. Wir verbeugen uns vor Buddha, wenn wir in der Küche sind und uns mit unserem Ehepartner streiten. Es geht nicht darum, um sich vor Statuen zu verbeugen. Es ist einfach nur, es ist was anderes. Verbeugst du dich vor der Idee, dass es einen zweiten Ehemann in der Küche gibt? Das ist verrückt. Wir glauben, es ist Schutz, der ultimative Schutz. Im Fall des Burn, der alte Schamanismus im Tibet, solltest du herausfinden, wo es hergekommen ist und wie es sich entwickelt hat, wie es angefangen hat. Und dann gibt es in Tibet noch Bücher, die heißen Siddhanta. Wir übersetzen eines für unser Übersetzungsprogramm. Und die dort enthalten sind die Glaubenssätze dieser alten Religionen. Ich habe Hinduisten, Sankhya-Menschen ihre eigenen Theorien beigebracht im Ashram, weil sie sich selber nicht verstehen. Und Chetsong Kapa hat ein Kapitel geschrieben über die Glaubenssätze der Sakyas und das war cool. Sie haben einen Großteil ihrer Theorien verloren und Chetsong Kapa hat sie aufgeschrieben. Um es in moderne Sprache zu setzen. Die Idee der Wissenschaft durchdringt alles, was wir tun, alles, was wir während des Tages tun. Vertrauen wir auf die Idee, dass chemische Bestandteile unser Leben aufmachen. Wir glauben ans Telefon. Aber viele der Glaubenssätze in Indien kommen aus den frühen buddhistischen Zeiten. Wenn ihr dieses Sutra zum Beispiel liest, es ist ein Konglomerat des Buddhismus aus dem 3. Jahrhundert. Es sind einfach ein paar buddhistische Ideen genommen und zu eigenen Theorie zusammengeworfen. Und diese werden dann eigenständige Systeme und es gibt sehr merkwürdige Kommentare darüber, insbesondere moderne Kommentare. Die werden dich nicht beschützen. Die helfen dir nicht mit dem Ehemann in der Küche. Die helfen dir nicht bei Geschäftsproblemen. Die helfen dir nicht, wenn du meditierst. Und
Und dann gibt es noch eine berühmte Person, die hieß Trichungpa, hat eine eigene Linie in Tibet begonnen. Und die glauben, ich weiß nicht mal, wie das in Indien hieß, Andercha, dass die Welt aus einem kosmischen Ei geboren wurde. Ich glaube, Trompitika. Und dann entstand der Brauch von Sakrilegien, dass du Kühe schlachtest, um deine eigenen Sünden zu bereinigen. Diese Ideen werden mit verschiedenen primitiven Glaubenssätzen vermischt. Und jetzt ein Zitat aus einem Kadampa-Buch, die ersten Buddhisten in Tibet. Das Buch ist mehrere tausend Seiten lang. Und Nicks Gruppe hat es letzte Woche beendet. Danke, Nick. Es ist das wichtigste Buch aus den frühen Zeiten des Buddhismus. Und konnten wir es nicht finden. Und ich glaube, vor einer Woche sind wir damit fertig geworden. Es hat einen wichtigen Teil für den Rat des Lebens. Und deswegen war ich auch so neugierig, es zu finden. Weil die Lehre über das Rad des Lebens hat sich geändert, als Lord Atisha es neu erklärt hat. Also Dinge wie die Ayahuasca-Zeremonie. Ich habe es einmal genommen, um ehrlich mit euch zu sein. Ich nahm die Mesmerin in einem Canyon in der Nähe von Near Cottonville. Es ist wirklich ein wunderschönes geheimes Tal. Und als ich 19 war, bin ich da hingegangen. Und es ist ein schöner Fluss und Höhlen. Es ist ganz, ganz isoliert und einsam. Und ich bin mehrere Tage da geblieben und ich habe Mescalin genommen. Und all das komische Zeug ist mir passiert. Ich habe gedacht, ich höre Engel singen und ich bin von einer Klippe zur anderen gesprungen. Ich habe gedacht, das ist total cool. Aber egal. Kurzfristig betrachtet kannst du vielleicht was Cooles erleben. Und als ich den Dalai Lama getroffen habe, da war meine Mutter dabei. Meine Mutter lag gerade im Sterben und wir haben den Dalai Lama getroffen. Und sie war wirklich am Sterben. Und ich bin mit meiner Mutter da gesessen und er guckt mir in die Augen. Hast du jemals Drogen genommen? Nee. Ja. Und meine Mutter... Ich habe das schon mal erzählt. Und über was wir hier reden, ist, es gibt Dinge, die dich für ein paar Stunden oder ein paar Tage glücklich machen. Und danach geht es dir schlechter wie vorher. Diese ganzen Hippie-Dinge, nicht essen für 10 Tage, echt ganz merkwürdige Dinge. Sie machen dich glücklich für ein paar Stunden oder für ein paar Tage. Aber langfristig werden sie dein Leben ruinieren. Und die von euch, die Drogen ausprobiert haben, wissen das. Ich bin froh, dass ich alles ausprobiert habe, weil ich bin erst mit 30 Mönch geworden. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Wir machen noch 15 Minuten. Dein Jetlag sollte jetzt eigentlich rum sein. Ja.
Also er zitiert jetzt Milarepa, der berühmteste Meditierende aus Tibet ist. Diese Ideen wie Ayahuasca-Zeremonien, lokale Geister, auf sie zu vertrauen. Es ist keine ultimative Lösung, es ist keine ultimative Lösung. Der Unterschied zwischen Buddhismus und anderen Glauben ist der Ehemann in der Küche. Das ist alles. Wir nehmen Zuflucht. Wir suchen Schutz in der Idee, dass alle Ängste, dass alle negativen Dinge, die wir erleben, davon kommen, dass wir jemand anderer in der Vergangenheit verletzt haben. Und das müssen wir bereinigen. Wir nehmen Zuflucht darin, dass wir diese Dinge nicht wiederholen. Um die Menschen aus dem Leiden befreien zu können, musst du es als erstes für dich selber vollbringen. Also verschwende deine Zeit nicht damit, Dinge zu befolgen, die Menschen gemacht haben, die selber leiden. Am Ende werden sie sterben und sie sind weg und sie haben dir nicht geholfen. Die ganze Wissenschaft kann dir nicht helfen. Kann dir Nirvana geben, aber nicht die Buddhaschaft. Was ist der Unterschied? Was ist Nirvana? Ich werde Nirvana so definieren, nichts, wenn dich nichts mehr ärgerlich machen kann, dann bist du in Nirvana. Und die anderen Pfade, die können dir dieses niedere Ziel zu erreichen. Und es gibt einige Menschen, die Zuflucht nehmen in lokalen Geistern. Wir haben hier eine Quelle. Warum heißt es Bärenquelle? Weil es Bären gibt. Wenn ihr Zeit habt, solltet ihr euch die Quelle wirklich angucken. Neben dem Lama-Haus dort oben. Ranch-Haus heißt es jetzt. Also da ist wirklich eine natürliche Quelle. Das ist wirklich eine der ganz wenigen in Arizona. Und deswegen haben sie hier das militärische Gelände hier erbaut. Weil sie hier Wasser haben. Einer meiner Lamas sagt, hier gibt es einen Naga, einen Geist, einen Wassergeist. Und für viele Jahre war die Quelle versiegt und seit letztem Jahr fließt sie wieder. Und sie ist sehr tief, du kannst mindestens bis zu deinen Zehen hoch. In Arizona ist das. Also diese Art von Wesen, diese Geister werden dir nicht helfen, Nirvana zu erreichen. Verschwende deine Zeit nicht. Und einige Menschen haben zu Paponka gesagt, ich glaube, wie die Hindu-Götter oder der christliche Gott oder der muslimische Gott. Ich glaube, dass sie Buddhas sind. Es sind einfach Buddhas in unterschiedlichen Formen.
Und dann ist jeder Mensch auf dieser Erde ein Schüler Buddhas. Es kann sein, dass Buddhas und Bodhisattvas in jeder Religion vorkommen. Das kann wahr sein. Aber haben Sie ein System, das du benutzen kannst, um ein Buddha zu werden? Erklären Sie dir den Stift und erklären Sie dir, wie du Schutz erhältst. Gibt es auch dort die Lehren, die Sie Menschen auf ihr Leben anwenden können? Und jetzt macht einen Witz. Wenn es dir egal ist, ob dich die Lehren beschützen, dann kannst Hunde, Kakerlaken könnten dann auch Buddhas sein. Dann kannst du auch in ihnen Zuflucht nehmen. Aber es wird dir nicht helfen. Kakerlaken können dir den Stift nicht erklären. Es kann sein, dass jeder, den du triffst, ein Buddha ist. Aber nicht jeder erklärt den Stift. Und das ist etwas, was dich beschützen kann. Also wahrscheinlich ist es besser, bei dem zu bleiben, der dir den Stift erklärt. Entschuldigt, ich habe das Buch nicht geschrieben. Jetzt sagt er, in Tibet hatten sie kein Toilettenpapier. Also haben die Menschen Steine hergenommen. Ein bisschen scharf, aber nicht zu scharf. Also nachdem du dir den Hintern mit einem von diesen Steinen abgewischt hast, dann nimmst du ihn nicht mit heim und bewahrst ihn auf. Du schmeißt ihn einfach weg. Es kann sein. Und in Tantra heißt es, dass um dich herum nur heilige Wesen sind. Aber für uns, wer bringt dir bei, wie du dich verhältst mit dem Ehemann in der Küche. Und darin sollten wir Zuflucht suchen, wer dir das erklärt. Der Tag, an dem wir mit den Ameisen sitzen. Ich habe das in meinem Retreat auch gemacht, weil da gab es nichts anderes, was man machen konnte. Und es kann sein, dass du einen Punkt erreichst, wo du wirklich die Buddhas als heilige Wesen siehst. Aber um dahin hin zu gelangen, musst du den Stift verstehen, du musst in die Klassen gehen, du musst alles verstehen. Und Dinge, die dir den Stift nicht beibringen, solltest du wegschmeißen wie den Hinternstein. Monika macht so. Du kannst auf die buddhistische Zuflucht vertrauen. Versuch's das nächste Mal, wenn du mit jemand Problemen hast, jemand, der dich verletzt, wenn dich jemand verletzt. Übrigens nicht, weil es spirituell ist, sondern weil es funktioniert. Dann versuch dich daran zu erinnern, dass du sie erschaffen hast. Mach es nicht aus spirituellen Gründen. Nimm Zuflucht, weil es funktioniert, weil es dir hilft,
wenn du nicht antwortest, nicht dem Ehemann antwortest, der dich kritisiert, wenn du nicht mit Kritik antwortest, dann wird über die Zeit, Master Shantideva sagt, there, they werden, das, sie werden aus deinem Leben verschwinden. Wieso habe ich niemand mehr, mit dem ich praktizieren kann? All die Typen, über die ich mich in Diamond Mountain geärgert habe, wo sind die hin? Ich habe fast keine Gelegenheit mehr zu praktizieren. Die Menschen, mit denen du praktizieren kannst, werden immer weniger, weil du nicht reagierst. Versuch es aus und guck, ob es funktioniert. Noch einen Satz und dann hören wir auf. Glaub nicht, dass Zuflucht etwas ist, was du in der Klasse isst. Lass es kein Lippenbekenntnis sein. Versuch Zuflucht zu nehmen, wie ein Krimineller, der die Todesstrafe erhalten hat, und sie haben noch eine Chance, dass sie noch eine Gerichtsverhandlung haben, in der sie feig gesprochen werden können. Wir haben in Amerika die Sitte, dass eben dieser zum Tode Verurteilte noch eine Chance bekommt mit einem Richter. Also versuch, wenn du Zuflucht nimmst, stell dir vor, du bist der Typ, der morgen umgebracht wird, und du hast noch eine Chance, mit dem Richter zu sprechen, der dich freisprechen kann. Sag, nimm wirklich ernsthaft Zuflucht, nein, nicht so, wer ist der Richter, der dich davor bewahren kann, dass du in die Hölle gehst? Welches Jewel? Das Dharma-Juwel ist es. Wir hatten das letzte Mal eine ganz, ganz lange Klasse darüber. Wenn du den Stift verstehst, bis zu einem bestimmten Punkt, dann kannst du nicht mehr in den niederen Reichen wiedergeboren werden. Und die Menschen beschweren sich, dass ich mich lustig mache. Jemand aus Singapur hat gesagt, das hast du das letzte Mal schon unterrichtet. Und ich sage, du hast uns das letzte Mal schon unterrichtet, wie wir uns vor der Hölle bewahren können. Und ich habe mich dann einfach nur entschuldigt. Und das ist Teil der Definition der Zuflucht. Lege all deine Hoffnung wohin? In diese Antwort an deinen Ehemann, nicht in irgendeinen Gott. Es ist eine Idee, das ist der Schutz. Ich habe schon mal gesagt und ich erzähle es nochmal. Es gab eine ganz berühmte Gelegenheit im Buddhas Life. Sie hatten Angst und sie haben sich an seine untere Robe festgehalten, um Schutz zu erhalten, und sie wurden getötet und ihr Blut war überall auf Buddhas Robe. Er konnte sie nicht davor bewahren, getötet zu werden. Buddhistische Zuflucht heißt nicht, an irgendwelche Robe festzuhalten oder irgendein Bild anzubieten. Das ist nicht buddhistische Zuflucht. Die Zuflucht ist, deinem Ehemann nicht zu antworten, weil du keinen weiteren pflanzen willst. Das ist der Schutz. Also, wenn du weißt, wann du weißt, dass du Zuflucht genommen hast, dass du darauf vertraust. Wenn du Gewalt nicht mit Gewalt beantwortest, dann hast du Zuflucht genommen. Okay. Heißt das, dass du nicht zur Zeremonie mit Venerable Phil und Shikmila gehst? Natürlich solltest du hingehen. Es ist ein Versprechen abgeben und du solltest zu diesem Versprechen stehen.
in dem Moment, wo deine Kinder dich aufregen. Beides ist gut. Anton? Geschle, ich habe eine praktische Frage. Wenn ich ein großes Problem habe, warte schnell aufs Mikrofon bitte, damit die in der Live-Übertragung auch die Frage hören. Danke. Also wenn wir mit den großen Herausforderungen umgehen müssen, wie dem schreienden Ehemann, aber wie ist es mit den kleinen Dingen? Also wenn ich von hier bis zur Wand gehe, die Schritte sind nicht der Grund, dass ich bis zur Wand vordringe. Soll ich mich daran erinnern, dass die Schritte nicht der Grund sind, sondern die Zuflucht der Grund sind? Wo ist diese feine Linie, wenn du normal agieren sollst und wann? Zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich das Licht anmache, ich berühre es, das verursacht nicht das Licht. Warum glaube ich, dass das Licht dann geht und dann drücke ich den Schalter und das Licht geht an? Manchmal geht es nicht an, Vivian. Ich glaube, es gibt eine Balance, je achtsamer du sein kannst, umso mehr Schutz erhältst du. Die von euch, die 3-Jahres-Retreat gemacht haben, die wissen, man läuft manchmal so rum. Ich muss Zuflucht nehmen, aber ich muss doch eigentlich nur aufs Klo. Aber ich habe vergessen, wie das geht. Du kannst echt total abdriften. Du kannst dysfunktional werden. Ihr wisst das im 3-Jahres-Retreat. Ihr seid so sensibel, ihr seid viel zu sensitiv. Du kannst niemand mehr helfen. Du kannst keine Beziehungen mehr zu Menschen aufnehmen. Du musst es ausbalancieren. Aber es ist nicht schlecht, dich daran zu erinnern. Zum Beispiel, dass wenn du den Kühlschrank aufmachst, dass das nicht die Tat ist, die dir das zum Essen verhilft. Je achtsamer du wirst, je mehr du das erinnerst, umso freundlicher und ein netterer Mensch wirst du. Und wenn du das Gefühl hast, dass du nicht mehr mit Menschen umgehen kannst, dann solltest du die Gedanken etwas zurücknehmen. Okay. Noch eine kurze Frage. Es geht nochmal zurück zur Klimaanlage. Also es gibt den Punkt, wo du die Klimaanlage reparieren musst. Könntest du dann nicht die 4 Kräfte verwenden? Oder rejoicen, also jemand anderen, dem du geholfen hast? Das ist ein toller Vorschlag. Weil es würde eine Stunde dauern, bis du jemand findest mit einer kaputten Klimaanlage. Also wir sind in zum Beispiel das indische Restaurant nebenan. Weil bis dann wären die Eltern gekommen und würden ihre Kinder wieder mit heimnehmen. In Theorie hast du unzählige Leben gelebt und du hast ganz, ganz viele Samen in deiner Bank. Und in DCI unterrichten wir das. In der Theorie hast du genügend Samen in deinem Geist, um Warren Buffett zu sein. Du handelst nicht so. Wir freuen uns nicht darüber, um ehrlich zu sein, für mich, anstatt der 4 Kräfte. Ich bin so schlecht, ich habe anderen nicht geholfen, kühl zu sein. Das tut mir leid. Das funktioniert bei mir nicht wirklich gut.
Ich gehe es aufs Positive. Ich muss irgendjemands Klimaanlage irgendwann repariert haben vor 3 Leben. Ich freue mich darüber, dass ich jemand geholfen habe, die Klimaanlage zu reparieren. Ich mache das und es funktioniert und es ist echt cool. Es gibt viele unbenutzte, unzählige Samen in deinem Geist. Wenn du sie aktivieren könntest, dann wärst du heute schon Warren Buffett.